Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich muss schon grinsen. Ihr seht, ich baue freiwillig Diamond Blocks auf. Ich habe in irgendeinem Livestream nochmal gesagt, dass ich das jetzt endlich mal bauen muss. Das habe ich von der lieben Jacqueline bekommen. Und das hat der liebe Cäsar mir mitgebracht, als er letztes Jahr in Deutschland unterwegs war mit seinem Wohnmobil. Und ja, jetzt habe ich gesagt, ich muss das endlich mal aufbauen, sonst ist die Jacqueline bestimmt sehr traurig, dass ich das nicht mache. Deswegen, ja, fangen wir jetzt an, nach dem Intro. Es geht natürlich, wer es nicht genau weiß, ums Brickhouse in der Schweiz. Und da ist die Jacqueline die Chefin und die hat mir das halt zukommen lassen, dieses kleine Herz. Das ganze Ding hat hier, irgendwo steht es glaube ich drauf, hier 760 Teile von Balodi. Ja, ich denke, das sollte ich mal hinbekommen, hoffe ich. Auch wenn ich gesagt habe, ich baue keine Diamond Blocks mehr. Aber dieses Teil muss ich einfach bauen, weil die Jacqueline hat es mir halt zukommen lassen, also von daher. Alles in Rot, eine Balodi Service Card wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Mein Chinesisch ist jetzt nicht das allerbeste. Eine Grundplatte und zwei Tüten. Genau. Dann haben wir ein Faltblatt als Anleitung. Das Schöne ist, wenn ich das jetzt richtig sehe, normalerweise kenne ich das von Diamond Blocks ja so. Du fängst unten an und puzzelst da das zusammen und musst dann immer nach und nach aufbauen. Hier habe ich allerdings schon eine Grundplatte. Wahrscheinlich wird dann hier drauf aufgebaut. Das werden wir gleich sehen. Und das ist natürlich wesentlich besser. Jetzt gucken wir mal. Wir haben hier... Nee, das ist da genauso. Falsch gedacht. Also hier seht ihr schon, Bau Schritt 1. Ja, dann muss man erstmal das alles zusammen klabaustern dann. Wir haben hier, wartet mal. Ach so, deswegen, da kommt da unten noch was hin. Ein Herz wird da noch drauf gebaut, auf dieses Teil. Und, wenn ich das richtig sehe, mal gucken, es ist tatsächlich eine bedruckte Fliese da dabei. Jawohl, Balodi drauf. Ja gut, also wir haben hier 32 Bauschritte und dann sollte das Herz dann irgendwann so aussehen, so Gott will. Und ich Lust habe, das so machen und ich nicht 4 Tage dafür brauche. Ich fange jetzt einfach mal an. So Freunde, die ersten 17 Bauschritte, also die erste Seite, die habe ich fertig. Und wir werden keine Freunde. Diamond Blocks und ich, wir wären keine Freunde. Selbst dieses bisschen hier, was ich jetzt gemacht habe, nervt mich schon wieder. Ich mache es auch wirklich jetzt nur wegen der Jacqueline, weil sie mir das geschenkt hat. Ansonsten hätte ich das Ding wahrscheinlich schon wieder in die Ecke gefeuert. Und ich meine, der eine oder andere weiß das, wie lange ich jetzt hier das Ding schon stehen habe, weil das ist ja vom letzten Jahr noch, also vom ersten Treffen in der Schweiz. Also, beziehungsweise kurz danach, seitdem habe ich das Ding hier rumliegen und habe mich immer gesträubt, das zu machen. Und ich wusste schon, warum. Ich habe jetzt noch ganze, wartet mal, ja, 12, 14 Schritte, 15 Schritte mit dem da unten und dann ist das Ding endlich fertig. Aber das ist das, was mich halt auch nervt. Du baust halt immer wieder im Kreis, immer wieder neu. Und dann ist es halt, weil es auch alles rot ist, ne, ist es natürlich auch ein bisschen schwierig, teilweise zu erkennen, wo was hin muss. Also ich habe mich da auch schon ein paar Mal verbaut. Aber immerhin, man kann schon ein Herz, kann man schon erkennen. Ja? Auf der anderen Seite auch. Ja. Und ich habe hier noch 25.683 Teile liegen. Vielleicht sollte ich jetzt einfach mal eine Pause machen und in 3 Monaten weiter oder so. Nee,
ich ziehe das jetzt durch. Also ich bin jetzt tapfer und ziehe das Ding noch durch und dann war es das endgültig. Aber ich glaube, ein Diamond Block Set habe ich noch. Ich glaube, eins habe ich noch da. Irgendwo liegt noch eins rum. Das ist ganz weit weg. Und ich glaube, da liegt es auch ganz gut. Ich mache jetzt weiter. Bitte, Jacqueline, ich habe dein Herz fertig. Ich weiß nicht, ob ein Menschen sowas antut, wenn man ihn mag. Aber das ist schon wieder was gewesen, wo ich... Oh, nee, das hat mich wieder zur Verzweiflung gebracht. Also Diamond Blocks ist einfach nicht meins. Gerade schon mit den Fingern. Und wenn ich dann sowas habe, Gott sei Dank eine Pinzette, hier so eine, wartet mal, wo habe ich denn die? Hier. Da ist selbst die Pinzette zu groß. Ne? So ein 1x1 Brick hier. Ja, Plate. Ne, was ist denn das hier? Naja, halt eine Fliese. Ne? Oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es so klein und das da rein zu fummeln da unten oder beziehungsweise auch hier teilweise diese Schrägen da rein zu machen, das ist also nicht schön. Trotzdem habe ich es fertig und es schaut gut aus und ja, ich danke dir, Jacqueline, für das Herz. Ja, schaut gut aus, ist gut geworden, ist stabil und es dreht sich sogar ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier, glaube ich, ist es besser auf einer glatten Oberfläche. Ja. Kann sich sogar drehen, warum auch immer. Das hat hier unten nämlich hier so ein, an dem Stand so ein Viereck-Ding da und deswegen ist es ein bisschen höher in der Mitte und deswegen kann man das auch drehen. Diesen ganzen Schwung hier, der ist üblich, aber das ist bei Diamond Blocks eigentlich auch normal. Und ich bin froh, dass ich das jetzt geschafft habe und ja, hoffe, dass mir nie wieder jemand irgendein Diamond Blocks Set schenkt, weil jetzt habe ich echt die Faxen dick davon. Wir messen das Ganze mal aus, wie groß das sein soll. Also 760 Teile waren es. Setnummer ist die 18148 von Balodi. Ja, das Bricks House hat das ganz bestimmt. Level 3 ist also ist doch ganz schön viel, oder? Level 3 oder gibt es noch mehr? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also, wir haben eine Höhe von 8,5 cm, eine Breite von 10 cm und eine Tiefe auch 8,5 cm. Genau, das war's. Ich weiß, es gibt viele unter euch, die Diamond Blocks mögen, aber ja, mir ist es einfach, naja. Das Ding kommt jetzt ins Regal. Ich werde mich immer daran erinnern, von wem ich das habe. Und ja, hoffe, euch hat das kurze, knackige, oder nicht knackige, das kurze, knappe, wollte ich eigentlich sagen, Video gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, auch gerne ein Abo da lassen, würde mich freuen. Und ansonsten schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Herz haltet, wie ihr das findet. Und ja, ob ihr Diamond Blocks Freaks seid oder nicht. Wie gesagt, ich weiß, es gibt viele davon. Gut, das soll es gewesen sein für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und ich bedanke mich nochmal bei Jacqueline und dem Bricks House. Macht's gut, bis dann. Ciao, euer Paul.